Hallöchen Leute und viel Spaß bei unserem Karlchen-Knack-Video Professor Kaboom. Mal sehen, was passiert. Yummy, lecker Frühstück. Wenn doch nur alle am Tisch einfach frühstücken könnten. Okay, also wenn wir das Brautkleid dort holen, dann könnten wir vielleicht mal gucken, wie wir es dann so machen können. Carla, jetzt leg doch erstmal diesen Hochzeitskram beiseite und lass uns frühstücken. Kann es denn nicht bis später warten? Nein, Karlchen, kann es nicht. Es ist noch so viel zu machen und du weißt schon. So muss es eben bei einer Hochzeit laufen. Ach, und wo wir schon mal dabei sind, Karlchen. Du solltest jetzt wirklich mal meine Familie kennenlernen. Und deswegen habe ich meinen Opa eingeladen. Und deswegen, Karlchen, solltest du heute nicht wieder zu spät nach Hause kommen, falls du heute noch mal los wolltest. Wie bitte? Was? Du hast deinen Opa eingeladen? Ich werde wohl überhaupt nicht mehr gefragt. Was ist immer angenommen? Ich hätte jetzt einen wichtigen Termin. Zum Beispiel die Bank ausrauben oder so. Was wären dann? Karlchen, es wird höchste Zeit, dass du meine Familie kennenlernst. Und damit basta. Keine Sorge, mein Opa wird nicht lange bleiben. Höchstens 2 oder 3 Tage. Ich bin mir sicher, dass ihr euch hervorragend verstehen werdet. Na, von mir aus. Das nächste Mal kannst du mich aber ruhig ein bisschen früher fragen. Na gut, ich mache mich dann langsam auf den Weg. Nicht, dass ich zu spät komme. Mann, 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 Carla ist überhaupt nicht mehr dieselbe. Nächstes Mal kann sie mich ruhig früher fragen. Ach, schon wieder die Bank. Mann, oh Mann, irgendwie zieht's mich immer hierher. Wenn ich nicht aufpasse und immer wieder herkomme, werde ich noch erwischt. Naja, nun, da ich schon mal hier bin, vielleicht kann ich ja was abgreifen, oder? Immerhin bin ich Karlchen Knack. Obwohl, wenn ich jetzt einen Bruch mache, kommt Toni mich vielleicht holen. Andererseits würde er wahrscheinlich nie denken, dass ich direkt einen Tag später schon wieder die Bank überfalle. Naja gut, ich schaue mir die Sache mal an und lege mir einen Plan zurecht. Gut, na, dann werde ich mich mal verstecken. Zum Beispiel in diesem Busch hier, der zufällig genau vor der Bank ist. Perfekt. Hier drin wird mich niemand sehen. Aua, wo ist das Ding hier? Oh, es piekst. Hey, wo sitze ich denn hier drauf? Ein Fernglas. Na nu, wer hat das denn hier vergessen? Vielleicht ein Vogelkundler. Naja, mir kommt's genau recht. Kann ich besser beobachten. Okay, dann wollen wir die Sache mal beobachten. Dies ist also Pandido City. Haha, das könnte lustig werden. Eine neue Stadt, das bedeutet immer Aufregung und Nervenkitzel. Ich denke, hier kann ich viel Spaß haben. Aber zuerst werde ich mal der Bank einen Besuch abstatten. Schließlich braucht man in einer neuen Stadt auch monetäre Mittel und deshalb werde ich jetzt erstmal wenig Geld abheben. So, das hier ist also die Pandido City Bank. Gut, dann gehen wir doch mal rein. So, das ist sie also, Ganz schön voll hier. Zum Glück habe ich vorgesorgt. Ich habe mir schon gedacht, dass ich in genau so eine Situation kommen werde. Dann will ich doch direkt mal mein neues Spielzeug austesten. So, da wollen wir mal schauen. Haha, da ist es. So, mein Kleiner, du wirst jetzt ein wenig Verwirrung stiften, okay? Na dann, los geht's. So, während mein kleiner Skorpion ja ein bisschen Verwirrung stiftet, werde ich mir schon mal diese Maske hier aufsetzen. Die wird mir gleich noch nützlich sein. Okay, jetzt heißt es nur noch warten. Mein Gott! Hilfe! 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 Ah. Hilfe! Was? Okay, perfekt. Die Ableckung ist geschafft. Dann ab zum Tresor. Aha, das ist also der Safe, Gewöhnliche Drehschlosskombination. Na, das sollte kein Problem sein. Vor allem nicht mit meiner neuesten Erfindung. Gut, das Teil kommt einfach an den Tresor geklebt. Und erledigt ganz von alleine den Rest. Wunderbar, das war's schon. Kleinigkeit. Jetzt also nur noch einsacken. Es wurde ein Alarm ausgelöst. Vor 5 Minuten. In der Pandido City Bank. Wir sollen schnell ein Team losschicken, Herr Räuberschreck. Bei mir ist ebenfalls ein Notruf eingegangen. Von Passanten, die bei der Bank waren. Sie sprachen von einer riesigen Rauchwolke. Was tun wir, Herr Räuberschreck? Ach je, das klingt ja übel.
Und vor allem klingt es nach Karlchen. Kann ja nicht einmal die Füße stillhalten. Da hat Carla ihn gerade rausgeholt und er macht schon wieder den nächsten Einbruch. Ist er wirklich so geldgierig? Obwohl, jetzt wenn ich es mir recht überlege, ist das eigentlich gar nicht Karlchens Stil. So mit irgendwelchen Effekten und Tricks zu arbeiten. Er geht immer einfach drauf und sagt, ich mach das einfach. Aber egal, ich muss dem nachgehen. Sollte es sich tatsächlich um Karlchen handeln, dann geht es für ihn ab nach Playmotrus. Officer Annalie, sagen Sie bitte auch Kommissar Hagrid Bescheid, dass wir den Fall übernehmen werden. Verstanden, Sir. Ich werde es sofort durchfunken. Hagrid, hier Annalie. Es gibt einen Einsatz. Alles klar, na dann. Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Nanu, wo bleibt denn Hagrid? Der müsste doch eigentlich schon längst hier sein. Ah, da ist er. Ja, bin ich, Toni. Los, rein mit dir. Perfekt, Hagrid. Los geht's, ab zur Bank. Annalie sagte was von einem dringenden Einsatz in der Panito City Bank. Was ist denn da los, Toni? Ich weiß es auch noch nicht genau, Hagrid. Es klingt mir ein bisschen nach Karlchen. Immerhin ist er jetzt wieder auf freiem Fuß. Aber ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass er so doof ist und am nächsten Tag schon wieder eine Bank überfällt. Aber Annalie hat gesagt, das ist laut Zeugenaussagen irgendwie völlig eingeraucht worden. Das ist irgendwie so gar nicht Karlchen-typisch, oder? Ja, das gleiche habe ich auch schon gedacht. Ich habe echt ein komisches Gefühl bei der Sache. Mann, oh Mann, ein bisschen Rauch gerade schön ganz schön im Hals, nicht wahr? So, endlich wieder frische Luft. Hat ja alles wunderbar geklappt. Bitte entschuldigen Sie den Überfall, sehr verehrte Damen und Herren. Doch der Rauch ist nicht giftig und wird sich innerhalb von 30 Minuten wieder verziehen. Ich mach trotzdem mal die Tür zu. So, dann will ich mal noch eben meine Maske absetzen. Wird ganz schön warm darunter. Okidoki, na dann will ich mal mein Fluchtfahrzeug rufen, nicht wahr? Und zwar mit dieser Fernbedienung hier. Okay, ich sollte gleich da sein. Oh, was höre ich denn da? Die verehrten Gesetzeshüter sind auf dem Weg. Oh, das wird lustig. Stehen bleiben! Polizei! Hände hoch, Karlchen, du bist verhaftet. Ha, nanu? Sie sind aber nicht Karlchen. Egal, Sie sind verhaftet wegen Einbruchs in der Bank. Weisen Sie sich aus, sonst müssen wir feuern. Flossen doch, Freundchen. So, ihr wollt also feuern, hm? Nun gut, zuerst aber einmal zoll ich der hiesigen Polizei meinen Respekt dafür, dass ihr so schnell hergekommen seid. Völlig umsonst zwar, aber immerhin habt ihr schnell gearbeitet. Glückwunsch. Was soll das heißen, völlig umsonst? Wir sind hier, um Sie festzunehmen. Also, legen Sie den Aktenkoffer beiseite und Hände hoch. Aber gemach, Herr Polizist. Ich bin doch ein alter Mann, ich bin nicht mehr ganz so agil. Bitte haben Sie etwas Nachsicht. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Kaboom. Professor Kaboom. Meines Zeichens her Wissenschaftler. Ich bin von Natur aus ein sehr höflicher Mann und daher habe ich hier eine Kleinigkeit für Sie. Eine Sekunde bitte. Ah ja, da haben wir es ja. Da, wo ich herkomme, ist es einfach Sitte, ein Geschenk mitzubringen. Und wie Sie sehen, habe ich hier ein besonders großes für Sie. Hoho, hier, bitteschön, fang. Was wie? Moment mal. Was ist das? Nehmen Sie gut Acht auf das Schmuckstück. Ich habe es selbst zusammengebaut. Ah ja, wie es sich anhört, kommt da mein Fluchtauto. Nun denn, meine Herren, ich absentiere mich. Hey, was ist das denn? Was ist das? Unding. Ah ja, da ist er ja schon, mein Fluchtomat C3. Öffne dich. Ein Tipp noch an Sie, meine Herren, Sie sollten das Geschenk nicht zu sehr schütteln. Also dann, ich muss einsteigen. Also dann, meine Herren, ich habe noch einen Termin mit meiner Enkelin. Ich empfehle mich, auf Wiedersehen. Die Wissenschaft katapultiert uns in die Zukunft. Hey, sag mal, das geht doch nicht. Das Geschenk in allen Ehren, aber Sie sind's verhaftet. Bleiben Sie hier. Toni, ich glaube, das Päckchen tickt. Was? Wie? Was? Nein! Oh Mann. Junge, hat das vielleicht gerumst. Officer Hagrid, alles gut mit dir? Ja, Toni, alles in Ordnung. Junge, was für ein Knall, oder? Sogar das Auto hat's umgeworfen. Junge, was war das für ein Typ? Wir sind ja ganz schön aufgelaufen. Wir dachten, das ist Karlchen. Auf einmal ist es so ein Professor Kaboom, der uns auch noch in die Luft sprengt. Die Beute hat er auch mitgenommen. Ja, Hagrid, ich stimme dir völlig zu. Der ist ja ein völlig verrückter Kauz. Ist ein ganz anderes Kaliber als Karlchen. Dagegen ist Karlchen ein Schmusekätzchen. Scheint so, als gäbe es in Pandido City jetzt einen neuen Superverbrecher. Mal schauen, wie lange Karlchen braucht, bis er das merkt. Ja, wird wohl nicht so lange dauern, bei der Explosion, die Professor Kaboom hier hinterlassen hat. So sind wir ein Schmusekätzchen? Was soll das denn? Aber Toni hat schon irgendwie recht. Dieser Professor Kaboom ist echt ein ganz anderes Kaliber. Aber der macht das irgendwie völlig falsch. Das war ja gar kein klassischer Einbruch. Viel zu viel Technik, Spielchen und Schnickschnack. Und dann noch diese Explosion am Ende. Völlig unnötig und übertrieben. Tja, und die Bank hat er jetzt auch leer geräumt. Da gibt's für mich nichts mehr zu holen. Scheint so, als müsste ich dann mal wieder nach Hause gehen. Sonst wird Carla noch wütend auf mich, weil ich einen Opa nicht kennenlerne. Na dann, ab nach Hause. So, gerade noch pünktlich. Nicht, dass Carla wieder... Oh, was ist denn das? Das ist ja dieser Roboter von dem Opa, der die Bank überfallen hat.
Oje, oje, nicht, dass Carla in Gefahr ist. Ich muss sie schnell warnen. Carla, Carla, wo bist du? Geht's dir gut? Du wirst es nicht glauben, die Bank wurde überfallen von so einem alten, verrückten Knacker. Und sein Roboter steht ja bei uns. Sei vorsichtig. Schön, dass du endlich da bist, Karlchen. Opa ist schon längst da. Hä, was? Wow, das ist der Kerl. Carla, geh in Deckung. Der Typ ist gemeingefährlich. Das hättest du mit eigenen Augen sehen sollen. Der Typ hat die Bank überfallen. Der hat eine Rauchbombe der Bank gezündet. Dann hat er noch Toni in die Luft gejagt und ist mit seinem Schnickschnack-Roboter abgehauen. Carla, ich sag dir, der ist gemeingefährlich. Halt dich fern von ihm. Mensch, Karlchen, jetzt hör auf, so unhöflich zu sein. Wir haben schließlich Gäste. Mein Opa ist da. Sag ihm gefälligst guten Tag. Angenehm, Sie kennenzulernen, Herr Knack. Sie sind also der junge Mann, der meine Enkelin heiraten will, richtig? Ach du dickes Kanonenrohr. Du bist Carlas Opa. Oh Mann, du jagst uns jetzt aber nicht in die Luft, oder? Ach, papalapap, Herr Knack, warum sollte ich denn? Meine geliebte Enkelin würde ich nie ein Haar krümmen. Nicht wahr, Carla? Ach, Opa. So, Karlchen. Und nun zu dir. Opa wird nicht lange bleiben. Nur 2 oder 3 Tage höchstens. Und für die Zeit möchte ich, dass du nett bist. Verstanden, Karlchen? Aber, Carla, du hättest mal sehen müssen, was dir angestellt hat. Nein, Karlchen, kein Aber. Du bist gefälligst nett und freundlich. Ja, verstanden. Ich bin nett. Sehr schön. Dann reicht euch jetzt zum Zeichen der Freundschaft die Hände. Ich mach schon mal Essen. Ich ruf euch dann. Na dann, Jungchen, lass uns die Hände reichen. Komm her, ich mach den Anfang. Ja, ja, ich habe aber keine andere Wahl. Oh, hoppla. Was? Ich war's nicht. Tut mir leid. Oh, ich hab dich nur reingelegt. Das ist nur ein falscher Arm. Kleine Spielerei meinerseits. Oh Mann, er jagt mir nicht so einen Schrecken ein. Was fällt dir denn ein? Ja, Sie haben recht. Sie haben recht, Herr Knack. Mein Fehler. Kommen Sie her, neuer Versuch. Na, von mir aus. Dieses eine Mal noch. Okay, Opa, das reicht. Sie fliegen raus. Karlchen, was habe ich gerade gesagt? Aber Liebling, dein Opa stänkert. Das ist egal, Karlchen. Ich habe gesagt, sei nett. Du hast es gehört, Jungchen. Sei nett zu mir. Na toll, das kann ja heiter werden mit Carlas Opa. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann abonniert doch meinen Kanal. Dafür klickt ihr einfach links oben auf meinen runden Kopf. Und wenn ihr direkt weiterschauen wollt, dann klickt doch auf eins der meinen Videos rechts im Bild. Also dann, Leute, macht's gut.